Früher hat man dieses hervorragende Spiel auf dem Gameboy gespielt. Heute spielt man es auf dem Smartphone. Es ist die wohl größte App, die je entwickelt wurde. Früher hieß es auch noch, hör auf zu spielen, geh raus. Heute heißt es, hör auf zu spielen und geh rein. Die Rede ist von... Ja, dieses Spiel wurde in den USA, in Neuseeland und in Australien zuerst veröffentlicht und jetzt am 13. Juli auch noch in Deutschland. Wobei sich die meisten in Deutschland eigentlich vor dem offiziellen Release auch schon eine Pokémon Go APK-Datei aus dem Internet runtergeladen haben, sich aufs Handy getan haben und somit dann die App schon spielen konnten. In allen Ländern, wo diese App bereits veröffentlicht wurde, ist sie Platz 1 in den App Store Charts. Pokémon Go wurde am 8. Juli übrigens durchschnittlich 43 Minuten benutzt und ist damit Platz 1. WhatsApp liegt knapp dahinter mit 30 Minuten. Und täglich spielen rund 21 Millionen US-Amerikaner Pokémon Go. Das sind mehr tägliche Nutzer als Twitter. Ja, jeder, der sich bei Nintendo eine Aktie gekauft hat, bevor das Spiel released wurde, kann sich freuen, denn seit Freitag stieg eine Aktie von rund 130 Euro auf 217 Euro an. Das ist ein sagenhaftes Plus von 67%. Außerdem stieg der Unternehmenswert von Nintendo um satte 11 Milliarden Dollar. Nintendo ist jetzt also knapp 28 Milliarden Dollar wert. Ist schon eine satte Zahl. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie diese 11 Milliarden denn zustande kommen. Ja, Nintendo fängt natürlich die ganze Zeit die Daten von den Nutzern auf, die Pokémon Go spielen, mit GPS. Somit weiß Nintendo immer, wenn jemand Pokémon Go an hat, wo er sich gerade befindet. Diese Daten speichern sie natürlich ab. Die werden dann verkauft, dann weiß was weiß ich wohin. Und dadurch machen die natürlich einen Haufen Cash durch Informationen von wildfremden Leuten. Niantic, also der Entwickler von diesem Spiel, hat nun verlauten lassen, dass es in Zukunft gesponserte Locations geben wird. Das heißt, Unternehmen oder Lokalitäten können sich ihre eigenen Pokéstops kaufen, also wenn sie der Sponsor von dem Spiel werden, und damit halt eine Pokémon Go-Spieler anlocken. Ja, und Zubehör für dieses Spiel gibt es auch schon. Und zwar im Nintendo Online-Shop zum Beispiel kostet derzeit ein Pokémon Go Plus Armband 40 Euro. Kann man sich vorbestellen. Irgendwann im Juli kommt es noch raus. Und mit diesem bekommt man, also muss man mit Bluetooth erstmal mit dem Smartphone verbinden. Kann man sich um den Arm machen natürlich, ist ja ein Armband. Und dann bekommt man das halt immer mit, wenn zum Beispiel ein Pokémon in der Nähe erscheint. Bekommt man das mit einem Vibrationsalarm oder mit LED Signalen mit. Außerdem hat das Armband so einen Knopf und wenn man da drauf drückt, kann man zum Beispiel auch Pokémon fangen. Was zur Hölle? Ja, also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber von der Idee ist es ganz gut eigentlich, weil man damit den Akku vom Smartphone halt schont und auch nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen muss. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber letztens gab es einen kleinen Vorfall auf der Autobahn wegen Pokémon Go. Da hat mich ein 37-jähriger Student ein seltenes Radfratz heißt es übrigens, auf der Autobahn gefunden. Zwischen den zwei Leitplanken war das dummerweise und irgendwie konnte man es nicht von der Seite fangen. Musste natürlich genau vor dem Radfratz stehen, meinte er. Ja, er hat dann, weiß nicht, mit seinem Auto hat er vielleicht auf einen Seitenstreifen geparkt, ist dann irgendwie zwischen die zwei Leitplanken gelaufen, hat damit einen 30 Kilometer langen Stau verursacht, aber egal, Hauptsache er fängt das seltene Radfratz in der Mitte von der Autobahn. Ja, Pokémon Go ist übrigens nicht die erste App von Niantic, sie haben davor auch schon Ingress veröffentlicht. In dieser Ingress-App gibt es Portale und da wo in Ingress Portale sind, sind in Pokémon Go entweder Pokéstops oder Arenen. So, und wenn ihr jetzt meint, dass ihr in eurer Umgebung zu wenig Pokéstops oder Gyms habt, dann könnt ihr auch ein kleines Formular von Niantic ausfüllen, das verlinke ich in meiner Beschreibung. Müsst ihr einfach bloß eure E-Mail-Adresse angeben, ja, den Grund, warum ihr halt zu wenig Pokéstops oder Gyms in eurer Umgebung habt, oder warum ihr mehr braucht, quasi, einfach ein bisschen einschleimen und so, ja, den Grund halt, ob ihr, also, könnt auch was anderes angeben, als, dass ihr zu wenig Pokéstops oder Gyms habt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Problem habt mit den Gym-Kämpfen, könnt ihr den einfach mal schreiben. Ja, und das alles ausfüllen halt hier, dann müsst ihr noch ein Bild hinschicken. Wenn ihr jetzt ein Gym hinzugefügt haben wollt, dann müsst ihr halt ein Bild von irgendwie, ihr könnt ein Bild von einer Bank oder so machen und der Bank irgendwie einen komischen Namen geben. Nehmen sie eventuell auch an. Ich habe eine Abschlussbank, so eine Abschluss 2012 Bank gesehen, das war auch ein Pokéstop. Also gilt eigentlich so gut wie alles. Muss bloß ein bisschen einschleimen. Und ja, dann werden die das eventuell bald adden. Sie haben bis jetzt noch gesagt, dass sie noch keine Erweiterungsvorschläge annehmen, aber das werden sie sich bestimmt auch bald anschauen. So, dann habe ich hier noch eine weitere Story für euch. Und zwar wollte in den USA eine 19-Jährige am Kanal Wasser-Pokémon finden oder fangen. Stattdessen hat sie allerdings eine männliche Leiche im Wasser treiben sehen, hat dann sofort die Bullen gerufen. Hat jetzt wahrscheinlich ein Trauma und ja, so lustig ist er eigentlich gar nicht. Aber angeblich soll der nicht getötet worden sein, die männliche Leiche halt, also der Mann halt, sondern er soll da aus Versehen reingeflogen sein in den Kanal und dann irgendwie gestorben sein, also ertrunken sein.
So Leute, man kann es wirklich fast nicht glauben. Ich weiß auch nicht, ob das öfter vorkommt in diesen Vereinigten Staaten, dass da mal leblose Körper im Wasser rumschwimmen. Aber es wurde jetzt wirklich neben dieser 19-Jährigen, also neben diesem Fall von der 19-Jährigen, haben schon wieder Pokémon-Trainer eine leblose Leiche in New Hampshire im Wasser gefunden, im Flussbett. Ist nicht rumgegangen, haben sie dann gesehen, haben es zur Polizei gemeldet und die Polizei schließt jetzt auch nicht aus, dass dieser Mensch da, der da ertrunken ist, durch Pokémon Go ins Wasser geflogen ist, durch Unachtsamkeit halt, und dann ertrunken ist, weil er es nicht mehr retten konnte. Kann wirklich sein. Also normalerweise, wenn der halt Wunden hätte oder so, dann würde man halt sagen, ja, der ist ermordet worden. Aber so ist er halt einfach wahrscheinlich reingeflogen, hatte keine Wunden. Und es kann wirklich sein, dass er durch Pokémon Go reingeflogen ist, weil das wirklich alle zocken da drüben. Und es wäre echt creepy, wenn die so darauf fokussiert sind, dass die nicht mehr sehen, wo sie hinlaufen. Ja, und ich hoffe bei Mutter Gottes, dass ihr Verständnis dafür habt, dass es zurzeit auf YouTube wirklich bei jedem YouTuber ein Pokémon Go Video gibt, aber ich wollte einfach mal mitschwimmen und auch ein Video darüber machen, damit ich nicht ganz außer der Reihe stehe. Ja, so ist es einfach mit diesen YouTubern. Ja, und ich weiß natürlich auch, dass jedes gute Video mit einem Fazit enden muss, deswegen gibt es hier auch noch mein Fazit zu Pokémon Go. Also vor der Idee her finde ich diese App wirklich grandios für die Amerikaner zum Beispiel. Da gibt es so viele, ja, breitere Menschen. Ich habe jetzt so viele Posts schon gelesen, wo Leute geschrieben haben, sie sind schon ungefähr 100 Kilometer gegangen und haben dadurch 10 Kilo abgenommen oder so. Ja, da kann man ja Pokémon Go schon fast als Fitness-App oder Sport-App bezeichnen, wenn es Leute, die ja etwas mehr Kilos auf den Beinen haben, dazu bringt, Sport zu machen und damit ihr Gewicht zu verlieren. Also es ist unglaublich. Also da kann man wirklich Pokémon noch so viel hassen, aber wenn eine App sowas schafft, dann wirklich hat sie es verdient, so erfolgreich zu sein. Mit diesen Worten, das war's mit diesem Pokémon-Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten macht's gut und haut rein. Ciao.